16 Bars TV, heute auf einem Grillboot mit Celo und Abdi und vis-à-vis. Vielen Dank an Bootsjunge, muss man sagen. Die haben uns dieses wunderschöne Boot zur Verfügung gestellt. Hey, schön, dass ihr da seid. Servus Deutschland, servus 16 Bars TV. Heute wird wieder ein bisschen gegrillt und gekocht. Barbecue mit Celo und Abdi. Du weißt. 1. Mai, statt Steine schmeißen, haben wir uns endlich mal wieder getroffen, um zusammen zu dinieren. Wir schmeißen die Rinsis auf den Grill. Ihr habt aber nicht das Bedürfnis, heute in Kreuzberg noch Flaschen und Steine zu schmeißen und Molotow-Cocktails. Nur auf Panzer. Aber da gibt es keine Panzer, von daher macht es keinen Sinn. Nein, also wie gesagt, wir sind nicht so die Steineschmeißer. Wir sind mehr so die Griller und Chiller am 1. Mai. Und ja, wenn man aber einen guten Grund hat, kann man auch einen Stein schmeißen. Aber ich glaube, die meisten Leute haben da die Steine geschmissen, die wussten nicht mal warum. Nee, heute, wie gesagt, wird höchstens mit Fladenbrot oder so geworfen. Nein, nein, also, spielt man nicht. Okay, mit Essen spielt man natürlich nicht. Aber hat schon gesagt, eine schöne Metapher gebracht, wir schmeißen die Rindswürste auf den Grill. Das ist auch schon was. Das machen wir. Noch Rapper, ich kann noch Metaphern und so. Davon werden wir bestimmt heute noch einige zu hören bekommen. Es ist ja mittlerweile legendär, das Kochen mit Celo und Abdi. Und seitdem, glaube ich, wünschen sich auch ganz, ganz viele immer wieder, dass man euch sieht, wie ihr im Umgang mit Nahrungsmitteln und anderen Dingen seid. Ja, Celo und Abdi, pädagogisch wertvoll und halt auch 5 Sterne Deluxe-Köche, Urban Kitchen, diesmal auf... Auf Hoher See. Auf Hoher See, genau. In Berlin. Wo sind wir hier? In Berlin hin? Das ist eine gute Frage. In Grünau. Grünau. Heißt dieser See Grünau? Nee, die Ortschaft Grünauer hier. See, ne? Auf welchem See sind wir denn, lieber Captain? Capitano. Auf dem Sedinsee. Wir sind auf dem Serpentinsee. Wo? Sedinsee. Sedinsee. Sedinsee in Berlin. Exklusiv. Ja, exklusiv. Wart ihr schon mal auf so einem Grillboot unterwegs? BBQ. In Frankfurt gibt es so ein anderes, so ein rundes, da sitzt man im Kreis. Aber es ist Abtem, wenn Kollegen Mundi haben und so zu nah, das ist nicht gut. Nimmt sie Mundis ins Gesicht. Mundi ist Mundgeruch, oder? Richtig. Ich werde heute wieder viele neue Worte dazulernen. Ihr habt gerade die ganze Zeit von Filfs gesprochen, bevor die Kamera anging. Ich habe da nichts zu tun, sorry. Was sind Filfs? Guck mal, es gibt doch Milf, ne? Milf ist ja die Abkürzung für Mother I'd Like to Fuck. Und Filf ist die Abkürzung für Father I'd Like to Fuck. Also es gibt ja so Frauen, wie zum Beispiel, kennst du diese Rama-Werbung? Da gibt es so eine Rama-Werbung, wo so zwei Rama? Mädels im Supermarkt, Rama-Margarine. Okay. Wo so zwei Mädels im Supermarkt so einen knackigen Filf halt verfolgen, gell? Und dann kauft er so Rama-Margarine und dann sagen die, scheiße, der ist verheiratet, weil es ja die Familien-Margarine aber ist. Aber so wie dieser eine, ich bescheiß dich Jeff. Jeff, nein, Chef, ich bin nicht... Aber der sagt Chef. Ja, Chef. Chef, ich nein, Jeff. Chef. Aber der sagt es auch so verfickt. Ich scheiß dich Jeff. Richtig, voll die Huren, so eine Werbung, Alter, ich scheiß dich. Schönen Gruß an Jeff, der Tripper-Werbung. Kennt ihr Valmano? Kennt ihr die Valmano-Werbung? Wen? Ja, Valmano? Valmano. Das ist auch großartig. Neben Jeff ist das auf jeden Fall... Auf jeden Fall, diese die Seite, die hat auf jeden Fall Talent, riecht da was, dass sie so wie Zalando oder sowas, dass da was geht mit der Seite. Das sieht man schon. Oder läuft die sogar schon sehr gut, kann das sein? Ich weiß nicht genau. Ich finde nur, der Typ tanzt so schön und der hat so ein... Diese alte Frau, die macht so Breakdance, Windmühle und so. Das kenn ich nicht. So Dings, Schmuck und Uhren, so eine Seite für Schmuck und Uhren. Aber man sieht, die Seite hat Potenzial, das sieht man wirklich. Wisst ihr, woran mich diese Situation ja auch ein bisschen erinnert? Wenn man sich ein altes Video von euch anschaut, vielleicht wisst ihr, welches ich meine. 2011 rum muss es gewesen sein. Da sieht man euch auch auf einem Boot. Letztes Mal zusammen auf dem Boot. Nee, danach war noch Fähre, Bodensee sind wir gefahren. Auf der Fähre waren wir. Das ist noch keine Wampe, aber leider. In Schweiz nach Österreich sind wir gefahren. Ja, da war ich auch noch ein bisschen so athletischer und so, aber... Für Klickzweck habe ich sogar einen Köpfer ins Wasser gemacht. Genau. Gibt's aber heute nicht. Na, auf keinen Fall. Wie gesagt, hat schon noch keine Wampe. Heute willst du maximal eine Arschbombe geben, aber... Mein Gemüt Justin ist... Justin rein, so. Aus Versehen. So, und dann, ey, Justin ist reingefallen, komm, hilf mir. Ich hab schon gesagt, ich bin Rettungsschwimmerin, ich müsste ihn dann retten. Musst du ihn retten, ja, genau. Dann musst du den Baywatch-Bikini anziehen mit dieser... Hab ich natürlich drunter, für alle Fälle. Also, auf jeden Fall, davon gehen wir auch aus. Und diese, wie heißt diese rote Ding, diese Boje, so. Das musst du auch dabei. Skateboard für Wasser. Ja, das ist was. Hoverboard für Wasser. Weil du gerade gesagt hast, oder ihr beide gesagt habt, damals wart ihr noch ein bisschen sportlicher und hattet ein bisschen weniger Wampe. Was hat sich denn ansonsten verändert im Gegensatz zu, oder im Vergleich zu 2011 und jetzt 2014 wieder auf einem Boot? Ja, das Boot ist ein bisschen tiefer jetzt, weil wir mehr wiegen, weißt du? Also es liegt mehr tiefer im Wasser so. Und hat sich bei euch menschlich was verändert in euren Köpfen, in euren Herzen? Nein, ich habe keine Depris.
Hä? Natürlich, man verändert sich doch mit der Zeit, so ist es doch nicht. Und man wird auch älter, erwachsener, mal mehr, mal weniger. Gibt es natürlich auch Ausnahmen, ein paar Tage, so ist ja nicht. Du bist auch 87erin, gell? Von daher. Ihr seid noch die Kleine. Ja, da geht noch ein bisschen was, weißt du? Manchmal kann man aus der Reihe tanzen. Ihr glaubt noch an das Gute im Menschen und so. Hast du das schon aufgegeben? Ha, ich bin schon diese 82-Generation, bei uns ist da ein ganz anderer Wind zu. Wir, sind da, wir haben da auch andere so Wertvorstellungen und das hat so diese Generationskonflikte im Großen und Ganzen. Bist du gerade so auf so einem harmonischen Trip, höre ich das da raus? Was, Mann? Was habt ihr gerade so auf dem Harmoniefilm? Wir haben auch gute Laune jetzt, wir sind auf dem Schiff, Sonne. Das ist doch geil, Alter. Das ist doch, und um die Laune. Wir jetzt singen, depressiv sein oder was heißt? Nein, um Gottes Willen. Wir können auch so in die Kamera gucken. Ruckzuck. Komm, wir gucken jetzt alle eine Minute so in die Kamera. Nein, ich bin dafür, dass wir die Laune noch mehr steigern und uns jetzt mal ein bisschen auch dem Essen hier widmen. Nein, lass doch mal jetzt Abtent schieben. Komm, lass uns ein bisschen depressiv. Habt ihr nicht ein bisschen Hunger auch? Guck mal, heute ist der 1. Mai. Hunger. Gestern war ja die 50 schönsten Rapper und Chelo und Abi. Wir haben uns leider verpasst. Wo wart ihr? Wir waren bei den 50 schönsten Rappern und wir waren auch dabei. Und wir waren auch da, aber wir haben euch nicht getroffen. Die 50 schönsten Reporter oder was? Ja, aber nee, ich war kurz im Backstage-Bereich da bei den Reportern. Ich habe gesehen, Der war viel schöner, eleganter als bei den Rappern. Bei den Rappern war ja der eine in der Ecke, da war einer in so Strumpfhosen in grün, der hat da so gekotzt, die anderen machen so Fotos. Ich denke mir, ich kam mir vor wie im Gästeblock von Braunschweig, Alter. War letztens beim Fußballspiel, gehen so Dings. Und Gruß an Ermin Bicakci, ich habe so Karten klar gemacht, dann sind wir zu Dings. Aber es waren halt Fan vom Gästeblock, aber kein Problem für uns, dann sind wir da reingelaufen. Waren beim Eintracht-Spiel und dann, wir kommen da in den Gästeblock-Bereich von Braunschweig, Alter, die sind ja hardcore, die sind ja richtig diese Dings, Braunkohlewerke, kennst du so? Du kommst da rein, auf einmal der eine kotzt. Was hat er? Kotzt so auf richtig. Handschuh. Auf Handschuh. Dann so, ey, mach die Katze weg. Irgendwas hat er. War schon Ausnahmezustand. War schon Sekt im Eintracht auf jeden Fall. Boah. Das hat dich gestern daran zurückerinnert. So mäßig so. Das war schon so. Ich habe mir so gedacht, Alter, wo kommt der, Alter? Weißt du, so, was ist da los? Und ja, es halt, da treffen auch Welten aufeinander, weil jeder Rapper ist ja da aus verschiedenen da waren Genres. Schon viele Leute. Welten sind aufeinander getroffen. So. Das ist so. Und deswegen ist es doch jetzt Zeit, sich ein bisschen zu stärken nach diesem anstrengenden Tag gestern. Wir müssen mal präsentieren, was wir am Start haben. Mal ein bisschen gucken, was es gibt und vor allem auf was ihr Bock habt. Guck mal hier, Geflügel, Bratwurst. Genau. Nein, ey, Geflügel, Mann. Bratwurst ist Bratwurst. Dann, Was? Warum magst du nicht? Ich schmeiß die, ich bin nicht so Fan. Vor allem, wenn ich die dann noch so verpackt sehe. Ja, kennst du das? Die Liebe geht schon. Diese Liebe geht weg, weißt du? Ach, was, ich esse die. Ich schau die auf jeden Fall rein. Unser Manager hat gerade grünes Licht gegeben. Der hat gesagt, die sind gut. Bei Vapiano schmecken die Baba. Ich glaube, die gehen auch klar. Tomaten, die sind auch Baba. Die kann man auch so essen, glaube ich. Die Cocktails? Ja, Cocktailtomaten, richtig fett. Hier für die zugezogenen Friedrichshainer Club Mate. Chelo hat eine geile Line, die musst du unbedingt bringen. Da ist es einfach nur ein Puncher auf Puncher. Club Mate 09 Hase. Ganz locker. Ganz locker und trocken. Das war gestern was mir das. Aber die Hipster sind dann durchgedreht gestern, wo ich das gesagt habe. Die haben sich alle gefreut. Aber auf jeden Fall wollten wir sagen, wir trinken das gar nicht. Ich weiß gar nicht, hat es Justin. Ich trinke das ja Justin, das ist Justins Getränk. Ja. Also. Das ist ja auch Justins Interview, ist gut, dass wir das links. Das ist sehr aufmerksam. Dass Sendung ist und ja. Da Justin bald sein Album released. Ja. Super, dass ihr das auf jeden Fall geholt habt. Nee, aber besonders der Justin ist ein cooler Typ. Alter. Wollen wir denn was auf den Grill hauen? Ist der Grill schon ready? Ja. Dann lass doch mal loslegen. Also ich habe Riesenhunger, oder? Habt ihr da Grill-Skills quasi? Könnt ihr das? Auf jeden Fall. Wir haben in jeder Disziplin ein Skill. Und der Abdi, der schmeißt jetzt mal den Grill an. Ich glaube, der ist schon angeschmissen. Unser Management hat sich ja schon vorab drum gekümmert. Okay, was soll ich? Wir gehen alle kurz zusammen zum Grill. Professional. Ja, was soll ich drauf machen? Soll ich mal mit den Rinsis anfangen? Ja, sind zwar keine Rindswürstchen, aber Rinsis hört sich so gut an, weißt du? Okay, was willst du noch? Ich bekoche dich heute. Ich finde, also das beides ist schon super, da bin ich voll dabei. An alle Chicks und wieder, ich muss Werbung machen für mich. Guckt, ich kann das essen, Mann. Du immer noch nach einer Frau? Nein, ich mache nur Spaß. Ich suche nicht, ich stink's. Aber ich mache trotzdem gerne Werbung für mich, so ist nicht. Aber du bist jetzt mittlerweile versorgt. Also damals beim Kochen, da hast du ja einen Aufruf gemacht, da hast du gesagt. Du bist nicht versorgt. Nee, ich bin Single.
Und immer noch auf der Suche nach einem Primark-Mädchen, oder? Nein, ich habe jetzt so ein bisschen höhere Ansprüche. H&M geht. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, Mädels, ich kann grillen. Ich werde euch das jetzt beweisen. Was willst du essen wieder? Also, ich möchte gerne auf jeden Fall Garnelenspieße. Okay. Und diese Geflügeldinger, oder was? Eigentlich können wir doch von allem etwas raufhauen, oder? Geht. Wir müssen die erstmal schneiden. Sehr wichtig. Wissen wir das? Aschenbecher weg vom Essen. Ja, absolut. Wir sind sonst bei den Flodders. Dankeschön, Kapitän. Capitano. Wie heißt unser Kapitän überhaupt? Ich bin der Sebastian. Hallo, Sebastian. Komm, mach mal jetzt. Abdi versucht jetzt wieder Mädchen zu beeindrucken. Ich weiß nicht, ob du es gerade mitbekommen hast mit seinen Grillkünsten. Ist doch super. Ich mag das, wenn der Abdi das macht. Der Abdi ist ja auch so ein Bocuse, so ein Heimlicher. Auf jeden Fall, ich schwöre. Auf Ibiza hat er schon, wow, der hat diese Dings. Mit Aioli und so in den Ofen geschoben. Käse, stopp. Was ist ein Auflauf, das war? Das war so 170 Miller Auflauf. Haben sich denn eure Kochkünste... Ich war im KDW oben. Bei KDW oben, bei dieser Feinkostabteilung gibt es das nicht mal. War gestern im KDW, ist aber interessant. Boah, das war für uns schon so. Wie ihr euch rumtreibt jetzt auf einmal die ganze Zeit, das ist schon... Aber weißt du, was wir gemacht haben? Wir hatten so ein bisschen Pause gestern, wir hatten ja so Interviewstress und so, Promophase und da hatten wir so 2 Stunden Pause und dann so dachten wir, komm, machen wir uns locker, gehen wir Hotel, schlafen oder gehen wir Dings, spazieren. Komm, wir gehen spazieren, gehen wir ein bisschen so in die Stadt oder so. Da dachte ich, wir kommen, nehmen wir Taxi, aber bis ein Taxi kam, nee, tschö. Dann haben wir gedacht, alle, wir sind doch Stadtjungs, alle, nehmen wir doch U-Bahn, was ist los? Und zack, wir haben einfach diese Hochbahn genommen. Vom ersten Mal mit der U-Bahn gefahren? Nein, ich bin schon einige Mal gefahren, so. Aber so, wir haben uns gedacht. Sogar ein Video in der U-Bahn? Ja, mit dem HDF, mit dem Wesel. Stimmt. Da, am Kottbusser Tor sind wir da. Ja, und dann kamen so Kids, so Jugendliche, so, hey, Cello habt ihr und so. Die waren so 16, 17, aber die waren alle zugedröhnt. So, die Augen waren sperrweit offen und die haben gesehen, da stimmt was nicht. Am helllichten Tag? Am helllichten Tage. Ich glaube, es waren noch Nebenwirkungen so von vorher, weißt du? Ja, ich glaube nicht. Die haben gerade frisch so eine Kappe runtergelegt. Die waren auf Täler auf jeden Fall. Und das Krasse ist ja, das gibt es ja bei uns in Frankfurt nicht. Bei uns, die ballern Age oder rauchen Besensteine oder so. Aber es ist die Frage, was besser ist, oder? Da gibt es alles das Schmodder. Das geht es nicht darum. Es geht halt um. Es gibt halt, jede Stadt hat seine Drogenkultur, auch wenn sich das jetzt so... Drogen und Kultur in einem so krass Satz... an, ne? Drogenkultur, aber das ist wirklich so. Und Teledin gibt es in Frankfurt nicht. Also ich habe noch nie auf einen Teledin-Konsumenten gestoßen. Aber in Berlin direkt U-Bahn, die Kids da. Und dann habe ich mir gedacht, alle, die Armen sind verloren. Wir haben auch zu denen gesagt, was macht die Jungs da? Die hängen geblieben. Der eine hieß Nixon, ich habe gesagt Nixon. Alle. Nee, Nixon und so, weißt du. Und der andere so, die waren alle verloren. So, der eine Auge war links, andere rechts. So, also die Armen waren. Ey, Kids, Appell alle, nimmt keine Drogen zum Schgut. Geht grillen mit Mäuschen, Schenkel anfassen ein bisschen. Das ist geil, so Schenkel streicheln. Es gibt nichts Besseres auf der Welt. Oder einfach so im Cabrio die Küste runter und dann mit deinem Mäuschen, dann streichelst du so ihr Schenkel und dann gibst du Gas noch. Man kann es doch steigern. Von Cabrio auf Schiff, guck, Bruder, ich bin Schiff. Ja. Gestern noch E-Klasse Coupé kaputt gefahren, jetzt ein Schiff, Bruder. Und was ist, wenn man kein Mäuschen hat, deren Schenkel man streicheln kann? Was macht man da? Weiß man seine Kochkünste, dann hat man dick die Mäuschen am Start. War das Liebe so? Geht durch den Magen, ist so. Immer Charisma dazu, so ist nicht. Warum hat denn Abdi denn dann immer noch keine Freundin, obwohl wir doch sind? Ich genieße doch. Ich genieße nicht. Der nimmt nicht gleich den ersten Apfel so. Ach, warte, der auch nicht jetzt der Hauptgewinn, so ist nicht. Aber. Auf jeden Fall. Ich bin Single, schon Muttersöhnchen, schon bei meinen Eltern. Ich genieße es auch. Ich habe keinen Bock, so unterm Pantoffel zu stehen. Und ich gebe mir noch ein paar Jahre. Mal gucken. Auf jeden Fall, Chixenthaler gehen rein wie Butter. Eva! Ich glaube, das einzige Problem an deinen Kochkünsten ist, dass es immer so ein bisschen dauert. Ne? Das hatten wir das letzte Mal auch. Aber das gehört doch dazu. Dann können wir doch Meggis essen. Lässt dir Zeit, ja? Können wir doch Cheeseburger essen. Bitte. Lappen. Oder Fischmeck. Wollen wir Salat anfangen? Salat? Salato? Muss ich schon mal so anfangen, ein bisschen. Können wir gerne machen. Und du haust die Garnelenspieße rauf? Genau. Ich würde sagen, dann, dass das euer Manager hier weiter sich dann darum kümmert, dass es nichts anbrennt, wenn du es raufgepackt hast. Und dann also können wir ja den Salat machen. Heute ist Abdi irgendwie, ne? Ich finde, Abdi sollte mal so auch zeigen, dass die Frauen sehen. Wollte er auch. Die Frauen wissen es auch. Die Frauen wissen es. Nicht mal sehen. Macht ihr jetzt Salat? Guck mal, letztes Mal habe ich ja, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, da habe ich ja schon so ein bisschen versucht, hier das alles zu lenken und zu leiten. Heute nehme ich mich mal ein bisschen zurück. Ich vertraue euch ja auch. Boah, das ist was krass gesagt. Also jetzt nach all den Interviews, ne? Nach all den Jahren, gell, was wir so durchgemacht haben. Wir haben schon so viel erlebt zusammen. Auf jeden Fall, kann man auch ein Buch schreiben. Jetzt muss erst mal auftauen. Jetzt muss erst mal auftauen, Digga, gell? Die Dinger müssen, glaube ich, erst mal auftauen. Kann es sein? Bruder, ich glaube, diese Garnelas. Du musst so Feuerzeug dran halten und dann nimmst das Ding.
Schön Feuerzeug an die Plastefolie. Nee, nee, na, oder dann und dann kein Mülleimer hier? Ja, Bruder? Ah, okay. Aber lass uns doch noch hier noch ein Steak raufhauen, hier so ein Putensteak, okay. Da wäre ich dabei. Was macht ihr denn sonst jetzt eigentlich so, wenn Sommer und Frühling ist, wenn ihr nicht gerade arbeiten müsst? Habt ihr sonst noch irgendwelche Hobbys draußen? Geht ihr auch vielleicht mal? Ich habe mir Rollerblades geholt. Ernsthaft? Doch, wirklich. Wirklich? Ja, K2. Ich liebe Inlineskaten. Ja, man, das Schock bekommen. Aber kannst du das auch? Bitte? Kannst du das auch? Ich konnte früher richtig gut fahren. Ich konnte sogar Treppen rückwärts runterfahren und so einen Scheiß. Und du hattest einfach mal wieder Bock, mal wieder Rollerblades zu besitzen. Sind schon mal da, jetzt muss ich nur noch Bock haben. Ich muss Kritik an 16 Bars aus Süden. Ihr habt keine Schüssel gebracht. So kriegen wir das leider nicht hin mit dem Salat. Was machst du denn? Tut mir leid an alle Zuschauer. Aber ja, wir können das jetzt so lösen, auf Ghetto-Art und Weise. Aber sorry, dass 16 Bars gestern ein bisschen zu lang feiern war und so. Gestern war ja Tanz in den Mai, wie ich verstehe es. Ich bin jetzt... Ihr kriegt nur eine Abmahnung von mir, also mehr auch nicht. Und ja... Guck mal, das ist doch eine super Idee. Wir machen für jeden Einzelnen so ein kleines Schüsselchen. Siebenfache Arbeit. Aber eigentlich das ist also voll easy. Es wäre einfacher gewesen, einmal Arbeit machen, eine Schüssel holen, anstatt siebenmal so. Guck mal, ich mach das. Ich würde mich jetzt hier verantwortlich fühlen, den Salat klar zu machen. Auf jeden Fall, dafür bin ich auch. Die Visa macht uns mal schön. Du musst auch schön ein bisschen Werbung für dich machen, so ist doch nicht. Das habe ich doch beim letzten Mal schon ausgiebig ich bewiesen. Links auf jeden Fall, die Visa macht uns einen schönen Berliner Salat. Ich mach den Salat klar. Dann, Tilo, darfst du so lange das Mikrofon halten? Ja, gerne. Aber du musst aufpassen, ne, wenn wir reden. Okay, servus, 16 Bars TV, AZZ Networks. Du weißt, der Star-Reporter Tilo 385 hier mit Abdi, meinem Backup und vis-à-vis. Man muss sich erstmal die Hände waschen, ne, wenn man Salat anfasst. Ja, natürlich. Das hast du von mir gelernt. Du, aber Sklöf, 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 genau. Du waschst mir bis heute die Hände vom Kochen. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Ich wurde oft darauf angesprochen, dass die Leute sich jetzt wirklich besser die Hände waschen. Du denkst daran, das Mikro hinzuhalten, wenn er spricht? Ich hab doch Dings. Über Handy. Ich wurde wirklich auf jeden Fall von vielen Leuten angesprochen, dass sie sich jetzt gründlicher die Hände waschen. Und ja, bei Chilo und Abdi lernt man noch Hände waschen, so ist es nicht. Und Mikrofon halten. Ja, korrekt. Okay, fertig, bin fertig. Ja, vom Rapper zum Korrespondenten. Wir sind hier in Berlin-Grünau. Locker, 1. Mai. Ich bitte nicht so viel, ganz wenig Salat. Tag der Arbeit. Ich mag Salat nicht so. Ach so, wenig Salat wollte ich, sorry, Digga. Bitte. Salat ist das Beste. Ich mag Fleisch. Also ich liebe Salat. Ich wollte gar nichts sagen. Ein krasser Schlagabtausch. Oh, was ich hier gerade Verrücktes mache. Wert? Hast du mit Mineralwasser gemacht? Ja. Das wird dann mit so prickelnde Tomate. Neuer Style. Wie viele Tomaten möchtest du? Wenig. Zwei. Du brauchst ein bisschen hier, Vitamine, Nährstoffe, das ist alles gut, Salat. Was soll ich sagen, Bruder? Voll ein scheiß Job, diese Mikrofone. Ich hab gar keinen Bock, kennst du mich die ganze Zeit auf euch konzentrieren. Yeah, yeah. Wenn wir schon mal hier bei Gesundheit und so sind, treibt ihr denn ein bisschen Sport? Ihr habt ja beide, wie gesagt, ein bisschen zugelegt in den letzten Jahren. Versucht ihr was dagegen zu tun oder ist euch das scheißegal? Spazieren gehen ist auch Sport. Also regelmäßig spazieren gehen, manchmal so 2-3 Stationen aussetzen. Ein bisschen laufen. Und stimmt, Rollerblades hast du ja, das ist ja auch Sport. Ich noch benutzt, aber bei uns in Frankfurt gibt es Tuesday Night Skating. Da wird dienstags die Straße abgesperrt. Und dann wird so gebladet durch die Innenstadt. Aber das sind 35 Kilometer oder so. Ich glaube, ich muss erstmal locker anfangen. Wollen wir so eine Paprika auf den Grill hauen? Nicht nur eine. Mehrere. Ich wollte gar nichts sagen. Und wenn wir jetzt von Abdis, das ist auch die Kunst, an dem Mikrofon zu merken, wann wer was zu sagen hat. Ne? Das ist wirklich krass. Ich muss sagen, so als Korrespondent, um das Timing zu halten dabei, das ist auch float, das ist schon krasse Arbeit. Aber ich bin ja so ein Naturtalent. Du machst das super. Tilo, machst du denn irgendeinen Sport? Irgendwas, was dich fit hält? Ja, ich spiele Playstation. Ich wusste, dass du sagst. Warum wusstest du das? Ich spiele auch Schach, spiele ich manchmal. Das ist ja eher Gehirnsport. Ja, Rundlauf, Tischtennis. Magst du das mal Sinn geben, damit er das auf den Grill haut? Kein Problem.
Ja, Sport, also ich muss leider gestehen, also ich bin da so nicht mehr so aktiv wie früher. Hallo! Servus, ja Mann! Ja. Kauft Akupunktur! Chill ohne Abdi! Komm, den anderen mit Schauma winken. Sag den auch, sag den, die sollen Akupunktur kaufen. Die Depris. Die sind doch noch Wochen seit gestern. Nein, Mann, die haben Depris. Seit gestern sind die noch unterwegs. Die waren noch gar nicht schlafen, Bruder. Deine gesagt, deine so, ey, hast du noch dein Schiff und so? Ja, komm, wir gehen. Die sind seit heute Morgen schon unterwegs, Bruder. Ich seh das doch, Alter. Die waren. Kein Dressing? Die waren in Coco Loco. Für mich bitte, ja, ich mag das. Die haben noch Depris. Noch Asik auf Depris. Die winken doch nicht, Alter. Dann haben die gesehen, ein Mädchen, ey, warte und so, da ist diese Depriko. Dann so, aber dann überlegt, Alter, was soll ich auf diesen Zustand mit Mädchen? Ja, kennst du? Ich hab Mundi und so. Wenn du Füße richtig kriegst, abturnst. Ja, die hab ich gedacht, doch nicht, Alter. Jalapenos. Bratpaprika. Ich denk mal, die kann man geil braten, oder? Eventuell, wenn sie braten. Eventueller. Schmeiß mal rüber, gibt's mal unserem Management. Wir hatten für einen Salat jetzt hier, ehrlich gesagt. Ja, also leider, das mit dem Einkaufen hat nicht so geklappt, müssen wir zugeben, weil wir ja gestern sehr viele Termine hatten und auch 16 Bars war sehr beschäftigt. Ich bin ja gerade Moderator, GoPro, was soll ich? Hier, mach mal du ein bisschen, mach jetzt die Abdi-Cam an. Ja, und sonst wären wir eigentlich geil einkaufen gegangen, so im türkischen Lebensmittelladen. Und hätten so, aber die haben, die 16 Bars Leute, so ist ja nicht, die haben ja auch geile Sachen geholt. Außer Club Mate jetzt, aber ist nicht mein Ding, was soll ich sagen. Alter. Ich trinke das nicht. So, Visa. So, ich finde, so ein bisschen Brot auf den Grill wäre auch angebracht, oder? Kommt drauf an, wenn es ganz frisch ist, muss es nett sein, aber das sieht mir nicht so frisch aus. Alter, ja. Happig. Ey, Justin, was ist los mit dem kleinen Voyeur? Soll ich mal weghauen? Ey, nein, ich hab nicht gesagt, dass ich weghauen will. Ich glaub, der Justin will, dass du ihn mal weghaust. Ey, Justin, Spaß. Alles. Was macht denn der Grill? Der Grill sieht gut aus, ich hab gerade Dings. Also zum Glück haben wir ein gutes Management. Ein seriöses und zuverlässiges und der hantiert gerade am Grill. Weil wir gerade hier beschäftigt sind. Ich muss Mikrofon halten und Visa muss hier den Tisch decken. Das ist auch sehr traditionell, wie ihr gerade merkt. Du bist schon wieder der Papa irgendwie, ne? Ja, natürlich, das ist schon immer schon gewesen. Abdi ist der Sohn und ich bin die Mutter, die hier wieder... Das ist der Sohn, ne? Was macht ihr denn? Ja, das hat die jetzt alles gesagt, Abdi, klärt das mal jetzt. Treib mich, soll ich meinen Main werfen? In den Main von Berlin. Bruder, was heißt Main? Das Geile ist, egal in welcher Stadt wir sind, wo ein Fluss ist oder Wasser, sagt er, das ist der Main von Stuttgart. Das ist aber der Main von München. Das ist so ein Frankfurter Ding, Digga. Guck mal, sogar Besteck. Geil. So ein Jersey-Ding. Habt ihr heute schon irgendwas gegessen? Ja. Wir waren da vorm Hotel, war so Ding. Oh, es geht los. Ey, es ist ein toter Fisch, guck mal, der schwimmt oben. Da, film ihn mal. Film ihn mal, richtig krass. Ja. Fisch ihn. Ich glaube, der hat gestern zu wild gefeiert, der Fisch. Er tanzt in den Mai. Wie gesagt. Berlin, die Stadt, die niemand schläft. Ey, wir müssen hier ein bisschen Platz machen, wenn wir essen wollen. Oder geht's so? Guck mal, wir... Abdi, magst du das Brot mal hier auf die Seite packen? Und dann haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Genau, danke schon mal. Aber ist auch stylisch, diese Salatdinger. Ne? Hat was. Also, in so einem Hipster... In so einem Hipster-Restaurant willst du 7 Euro für so ein Ding, ja. Clubmate? Nein, so. Ja, für diese... Alle Marktlücke? Richtige Marktlücke. Der Visa-Salat. Boah. Marktlücker. Aber du machst es gut. Du machst es gut, so wie du dieses Pfeffer aufmachst. Ich dachte hier noch so ein bisschen. Boah, Visa macht krass den Pfeffer drauf. Boah, die Visa pfeffert den Salat. Es muss auch ein bisschen Feuer haben. Auf jeden Fall. Wir sind ja auch so feurige Typen. Yeah. Charaktere. Mögt ihr Oliven? Wir lieben Oliven. Alter, wir sind Olivenfans. Okay, auf jeden Fall. Nicht so. Wie, kennst du Olivia Öl? Ja. Von Popeye, die Frau? Ja. Wie heißt der Schwager von Popeye nochmal? Wow. Der immer Hamburger ist. Hamburger Joe. Ich weiß nicht, Bruder, Alter. So, guck mal, eure. Dankeschön. Hau mal rein, ha?
Spezial. Ja. Oh. Visa macht gerade assige Werbung, Alter. Schaut zu. Schwarze haben wir auch noch. Schwarze. Die schwarze mögen wir auch. Wollt ihr auch noch schwarze rein? Gerne. Oh, guck mal hier. Wow. Der Salat ist wirklich also mit Hammer. Wenigen Mitteln, ne? Das ist voll und fast wie zu Hause. Hammer. Oh, das sind die krassen Brutzler und Steaks. Oh. Nichts passiert. Nichts passiert. Dann setz dich, komm, wir essen erstmal ein bisschen. Ja, ich mach euch nur noch hier eure schwarzen Oliven rein. Komm, sag was ab. Ja, Dings, wir legen jetzt das Mikrofon, glaube ich, kurz hin für ein paar Minuten. Was macht der da hinten da im Gebüsch? Wo denn? Da hinten, da am Ufer. Ich sehe den ganz. Ach, fischt der? Fischer ist Fritz Rad, wo ist denn die GoPro? Die nehmen den so, auf mit der GoPro. Was wollt ihr denn haben hier? Will jeder erstmal eine Wurst hier? Oder? Capitano, ja, kann man hier fischen oder was? Gibt's schöne Fische hier? Ja, hier in der Ecke erwähnen ja hauptsächlich vorne auf die Sendersitzsee, da hast du den Kanälearm. Was gibt's, schöne Barsche oder was? Barsch. Hecht. Hecht? Geil. Das ist Capitano. Was, Halbut? Aal. Aal, okay. Haben wir auch Messer hier? Auf jeden Fall ein Zitteraal aus dem Berliner Wannsee. Hauptsache einmal mal fett gesagt. Ja, das ist El Capitano Sebastiano, der Skipper. Er kutschiert uns hier auf dem... Was macht ihr da? Was macht ihr für GoPro-Action, Alter? Nichts passiert. Ist doch nicht schön, Mann. Ist doch nichts passiert, Alter. Kann doch passieren, jede junge Mädchen. Hast du das so spüren genommen? Ja. Keine, guck mal, ein Bussard, ein Pelikan. Wie heißt dieser Fischchef? Nee. Bussard. Fischreier. Ein Fischreier. Der reiert die Fische, gell? Der hat auch gestern Tanz in den Mai, der ging ab, weil er hat die Fische gereiert. Mit orangen Leggings, mit grünen Leggings. Mit grünen Leggings hat er gereiert, Alter. Der hat die Scampis gereiert. Alter, der hat ein schönes Holzschiff. Ja, Mann. Meister! Maestro! Oh, der ist dick abgehoben, Bruder. Der redet nicht. Der ist bestimmt irgend so ein Ding. Der will mit diesem Schiff in KDW reinfahren. Oh, der ist bestimmt irgendwas mit Gazprom da zu tun oder so. Der ist Ding. Habt ihr nicht den Hot von Heinz? Da ist noch Senf, aber... Oder den aus... Oder Kim. Habt ihr nicht Kim vom Aldi? Oh, Kim ist der Beste. Ich hab damit nichts zu tun. Also Visa hat auch nichts damit zu tun. Alle Beschwerden... info@16bars.de. Nicht zu viel, bitte. Also notiert euch schon mal. info@16bars.de. Möchtest du? Si. Grazie. Vollständige Bewerbungsmappe. Ja, eure Bewerbungsmappen. Genau. Und fügt euer organisatorisches Talent und hinzu. Mindest Jahreseinkommen 500.000 Euro. Guck, ich mach dir gerade einen asigen Bonzen für. Alle sind das Kinder, die fahren gerade Ding, oder was? Dann danke fürs Mikrofon halten. Jungs, ich glaube, wir können jetzt erstmal kurz in Ruhe essen und dann... Ja? Können wir gerne machen, auf jeden Fall. 16 Bars mit Cello Abdi vis-à-vis Barbecue auf dem Berliner bisschen See. Schon. Oh. Wir machen mal kurz eine kleine Essenpause und genau, dann quatschen wir weiter. Ja, Mann. Guten Appetit, Jungs. Ja, komm jetzt. Es war richtig gut, das Essen, oder? Boah, war deliziös. Und jetzt würden alle gerne ein Mittagsschläfchen machen, ne, Abdi? Richtig, auf jeden Fall. Aber geht leider nicht. Aber ihr habt ja heute auch noch ein bisschen zu tun. Ihr werdet ja auch noch auftreten. Ja, Mann, wir sind da richtig. Da freuen wir uns richtig drauf. Wir sind später beim MyFest 36. Das ist ja schon, glaube ich, jetzt zum 10. Mal. Und ja, es ist eine Ehre für uns, da aufzutreten, auf jeden Fall als Frankfurter Straßenrapper. Dass wir da eingeladen wurden als Headliner. Und ich sag ehrlich, ich freue mich da sogar ein bisschen mehr als sogar über Splash. So, ja. Also, weil im Endeffekt die Leute, die da sein werden, das sind ja eigentlich unsere Leute, für die wir Musik machen. Unsere kleinen Brüder. Das sind ja unsere Jungs im Endeffekt, weißt du? Und das ist, dann denke ich, schlägt das Herz höher, als wenn ich jetzt beim Splash vor... Das sind ja mehrere Genres vertreten, weißt du? Aber das ist wirklich unser eiskalt zu unser Genre und da freue ich mich drauf, da dabei zu sein. Wir haben jetzt zu Beginn gesprochen über Autre Jour und... Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, war das ja eine der ersten Singles, die ihr mit M3 zusammen gemacht habt, oder?
Nein, wir haben Dings gemacht, Revolution. Okay, dann war es vielleicht zweite oder dritte, aber zumindest war es noch relativ am Anfang. Ja, das waren so erste Sachen, haben wir ein bisschen so rumexperimentiert, geguckt und so. Die Sache war auch die, wir wollten eine Hinteraufschlagung ja an dem Tag rausbringen. Das war ja die Story. Und das hat alles nicht so geklappt mit der Zeit, weil da wurden noch Beats nachproduziert. Am Anfang waren es ja alles alte Beats von 07 noch und so. Wir haben auf den Resten gerappt von M3. Da haben wir gesagt, die nimmt und ich produziere die dann nochmal aus. Und dann später kamen noch Beats nach, wurden nachgereicht und so kamen wir nicht zu diesem Release-Datum. Und der Track war aber schon fertig. Dann haben wir gesagt, komm, zu der Zeit, warum nicht? So als Entschädigung mäßig für die Fans haben wir das einfach so, haben wir diesen Track damals gemacht. Und das kam dann so raus. So. Einfach mal was anderes, weißt du? Ich wollte mich da jetzt nicht so ein auf ich bin Superstar, ich habe ein Schiff und so. Flugzeug gestern. Es war morgens, ich war da ein bisschen so tollpatschig unterwegs. Da bin ich so ein Mann voll aufs Bein getreten. Nicht auf den Fuß, aufs Bein, Alter. Aber der Typ war auch 3 Meter groß, Alter. Der hatte so sein Bein so ausgestreckt. So auf einmal, Und der Abdi war noch gar nicht links, so wach. Da habe ich erstmal so das Eis gebrochen, hat er so ein bisschen gelacht. Weißt du, wie dieser Mann aussah? Der sah aus wie von Happy Gilmore, dieser Golffilm mit Adam Sandler. Das ist auch dieser große Mann, wo der am Ende von seinem Fuß abschlagen muss. Wenn das nicht sogar war, Bruder. Das ist jetzt der neue Running Gag, dass man so macht, oder? Nee, wenn jemand auf den Fuß tritt, kann man. Das ist die Story des Weekends so, sozusagen. Weil das nein, war dann gestern. Hat das Weekend begonnen. Da hat das Weekend damit begonnen, 6 Uhr morgens, ganze Termin und dann. Dann okay, ja, wir sind nochmal einen guten Weg. Der hat abgezogen, der hat weggesetzt. Ja, das war vorne. Da kam ich zu, ja, sie können da. Ihre Frauen da, das waren so zwei Riesen. Die haben einfach ihre Frauen da gelassen und abgezogen, hatten keinen Bock mehr. Zwei Brüder, aber die waren so 3 Meter, ohne Scheiß. Das war ja krass, wie die sich bewegt haben, so den Ball. Das war hart. Bei Generation Chill habt ihr euch ja dazu, Dankeschön, entschieden, nur kurz im Video aufzutauchen, während ihr euch bei nur noch 60 Sekunden komplett eurem schauspielerischen Talent hingegeben habt und dann auch noch mit einem der größten deutschen Schauspieler, die wir haben. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz, ganz kurz erzählen, wie es war, mit Moritz Bleibtreu zu arbeiten. Hat er euch irgendwelche Tipps gegeben? Hat er euch gesagt, wie ihr es vielleicht noch besser machen könnt? Wie hat sich das angefühlt, mit Moritz Bleibtreu vor der Kamera zu stehen? Ja, wie du sagst, wir haben halt das Genügen, immer mit den Größten zu arbeiten, sei es jetzt Produzent oder Schauspieler, und ja, Moritz Bleibtreu, das ist halt legendär. Man ist ja auch aufgewachsen mit seinem Film irgendwie. Irgendein Film von ihm lief immer in irgendeiner Kifferbude und wo gerade die Packs gemacht wurden. Also das ist so ein Alltag. Also, habt ihr einen Lieblingsfilm gehabt von Moritz Bleibtreu? Chico war krass, Lambok. Das Krasse ist, ich weiß ja nicht mal, wie die ganzen Filme heißen. Alle. Da gibt es ja viele. Das ist ja auch bei Dings, World War Z, ne? Mit Brad Pitt. Arafat hat er auch sehr gut gespielt, Arafat muss ich sagen. Arafat hat er ja auch krass gespielt, ja. Rückwärts also, durch diesen Tunnel mit CL vorbei, Feierabend. Das ist auch ein super Film. Wie heißt der Film von Bushido? Bushido. Heißt das? Zeiten ändern dich. Zeiten ändern dich, ne? Also auch super Film, also so ein richtiger Film, so. Wo man sich auch so ein bisschen so reinversetzen kann, so in gewisse Momente und so. Und Moritz Bleibtreu ist eben die Person, die es rüberbringen kann. Er kann das tragen. Ich habe ihn auch, wo wir uns direkt kennengelernt haben, also wo er ankam, er war einfach locker drauf. Das ist auch so der Typ, er ist einfach Street auch im Endeffekt. Er ist nicht so, du wirst jetzt denken, so ein spießiger Schauspieler. Ganz im Gegenteil, er ist einfach locker und er ist sehr kulturbewusst. Also er ist nicht jetzt so, ist ein Niveau. Ja, auch ein Niveau. Er hat seinen Stil einfach. Das sieht man einfach. Und auch so, wie er sich artikuliert oder dir etwas erklärt. Das war auch schön, er hat noch so Tricks so beim Schauspielen gezeigt, ja, es gibt das. Das man darf nicht gähnen, hat er gesagt. Nicht gähnen? Ich habe so einen dicken Gähner gemacht, gell? Ja. Und da hat er gesagt, so am Set, das geht gar nicht. Also er hat mich nicht so. Dann, der hat so generell gemeint. Er hat einfach nur so konstruktive Kritik einfach. Er wollte uns einfach so so. Er hat den Trainer gemacht. Auch wo er nicht so schlimm in dem Falle, aber er hat gemeint so generell. Was hat er euch Positives gesagt über eure Schauspielkunst? Außer, dass wir nicht gehen sollen, meinst du? Nö, der war fasziniert, auch vom Wesel sehr. Vom Olex. Ja. Vom Wesel. Das Geile war auch, als er da war, am Spot, auf einmal war alles professionell. Alle haben noch mehr Gas gegeben, hat man gemerkt. Er hat diese Energie mitgetragen und das
Leider hatten wir nicht so viel lange Zeit, es waren 2 Tage des Drehs und jetzt bei uns auch manche Dialoge konnten man nicht so gut raushören. Das war ja nichts geschrieben von den Dialogen, das war nur, man kannte die Situation, man wusste, da wird eine Kontrolle sein und dann, was willst du da sagen? Was siehst du, Bratte? Was sind das? Ruder-Omas. Golden Girls. Ruder-Omas. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Maschallah, noch in dem Alter, guck mal. Ja, oh, Mann. Super, Alter. Wie sollen die denn winken? Die müssen Ruder, Bruder. Die andere Frau doch gar nicht. Welche? Die tritt doch. Das Fakt tritt feuert nur an da vorne. Ey, winkt dem ab, die bitte. Korrekt, Ortak. Seid nicht so. Was ist los? Wir wollen uns doch auch anpassen und so. Ey. Ja, nicht zurückwinken ist auf jeden Fall richtig. Guck, siehst du, deswegen klappt das von mir. Die Ausländer wollen nett sein und die so, die sind Assis und so, winkt den nicht zurück. Gertrude winkt dem nicht und so, kennst du so. Aber was meinst du? Wahlkabine bei CDU so ein Kreuzchen machen. Ich glaube, die rudern zu Dingen, Alternativen. Das steht auch ein großes A auf dem Dings. Die Alternativa. Die Juhen. Ja. Mama, hast du mich gewundert? Ja, die Juhen sind die Alternativen. Aber ja, auf jeden Fall Ding. Wir waren bei Moritz Bleibtreu stehen geblieben und dem Dreh. Der ist der Baba. Ihr habt ja dann jetzt noch auch endlich mal euren Lebenstraum erfüllen können. Besonders Abdi, dein Lebenstraum hat sich erfüllt. Ihr wart jetzt wirklich mal bei GZSZ. Ja, Mann, bei GZSZ kommt am 14. Mai. Guckt es alle bitte. Es fängt um 19.40 Uhr an. Manchmal fängt es schon um 19.38 Uhr an. Dann kommt kurz so Oil of Olas Werbung oder so. Es kommt mehr Frauenwerbung. So für Frauenprodukte. Auf jeden Fall haben wir eine Komparsenrolle, Chelo und ich, im Mauerwerk. Und wir haben da so ein bisschen gechillt. Und da war so eine Szene gerade mit Mesut. Wie hieß das? Verraten noch nicht zu viel. Ja, aber ich will nur sagen, wer dabei war. Sonst kriegst du Abmahnung. Ich will nur sagen. Ich will nur sagen, wer dabei war. Mesut war dabei, wie heißt die Rockerin? Von Fox TV. Die Rocker-Lesbe, wie heißt sie? Bruder. Anni, die ist richtig cool. Wir haben uns auch mit der unterhalten. Wir haben auch ein Bild gemacht für ihren großen Bruder zusammen. Die war richtig cool, auf jeden Fall. Schöne Grüße an Anni. Ich weiß leider nicht, wie die richtig heißt. Ich habe gesagt, mein großer Bruder ist Fan. Genau. Ja, weißt du noch mehr? Ja. Schöne Grüße an Mesut, der war auch sehr korrekt. Der wollte uns noch so irgendwie so einbinden. Der war krass, der hat sich auch auf einmal verwandelt. So. Ja, dieser holende Move, gell? Respekt, ja. Ja, das ist krass. Das ist, also, Schauspieler ist schon was man krasses. Denkt so, ist ja Dings, jeder, kein Mensch, kein Kanake kann mir jetzt sagen, dass er nicht vor der Kamera im Kino landen will und so. Und ist ja so. Und, aber das ist nicht so einfach, auf einmal so. Diese Moves, er macht so in diesem Moment, er verändert sich schon so. Das ist einmal tanzt er so. Ja, so auf einmal war der so auf Funky. Das war krass. Respekt, auf Respekt. Knopfdruck, ja. Weil ihr dann eben merkt, dass auch aus verschiedenen Bereichen Leute eure Musik eben auch auf dem Schirm haben, wie dann zum Beispiel auch ein GZSZ-Schauspieler, Annis großer Bruder. Wie war es denn mit Moritz Bleibtreu? Annis großen Bruder, kauf Akupunktur, du weißt. Wie ist es mit Moritz Bleibtreu? Hat er euch konkret gesagt, ob er eure Musik kennt, ob er sie hört, ob er was damit anfangen kann? Ja, das war ja das Krasse, wo unser Management hat ihn abgeholt vom Flughafen. Da hat er direkt, eine Line von Olex hat er wiedergegeben. Also von McDonalds, Vollzeit arbeiten in McDonalds und so. Weil er liebt diese Widerspiegelung des Lebens einfach. Weil keiner rappt über, dass er in McDonalds gearbeitet hat. Keiner, Konsti, gell? Weißt du, keiner wird sich trauen. Das geht ja. Jeder will sich ja cool machen. Jeder will auch sagen, ich fahre einen Ferrari, weißt du. Aber halt Olex oder wir sagen ja so, wie es ist. Wir kommen von da und das Treppenhaus riecht nach Pisse und weißt du, so mäßig. Ist ja, das Leben ist ja so. Und das halt, der hat uns gefeiert, Olex, Wesel, die ganze Aslak-Bewegung, Haft, also. Genau. Er sagt einfach, es ist Kunst, das ist Kunst, was ihr macht. Das ist nicht einfach irgendwas so rappen, ich bin gerade, das ist Kunst. Also ihr bringt die Leute, es sind Metaphern, Parolen, ihr bringt die Leute zum Nachdenken. Und ja, deswegen war er auch dabei. Also sonst hätte er das auch nicht gemacht. Also das war ja das Krasse. Ich finde das schon spannend, weil es gibt ja auch Leute, die haben ihr Album irgendwie 10 Monate vorher fertig. Aber bei euch ist offensichtlich gerade auch immer noch alles in Bewegung. Alles frisch. Bei uns immer alles frisch auf dem Tisch. Also ich habe jetzt ein Lied vor einem Jahr aufgenommen und in der Zeit haben sich 3 Gesetze geändert, weißt du. Und es ist nicht mehr aktuell. Also wir haben, wir sind noch da. Up to date. Ah, guck mal, wenigstens die Kinder winken immer, ne? Krasse Mütze. Ja, SPD.
Der hat die landwirtschaftliche Partei gewählt. Dings. Ja, Mann. Jungs, ich glaube, wir sind gleich wieder zurück an unserem Bootsverleih angekommen. Ja, und dann müssen wir leider dieses wunderschöne Boot verlassen. Finito, oder was? Wir haben finito. Wir drehen ja hier gleich noch was Schönes anderes mit 16 Bars. Ansonsten würde ich sagen, euch gehören wie immer die abschließenden Worte. Wir haben es beim letzten Mal übrigens nicht geschafft, saftig vom Thron zu stoßen. Ihr müsst unbedingt ein neues Wort etablieren, weil ich kann es nicht mehr hören. Sag, komm, du saftig bist. Ja, du musst nur im Herz, guck mal, guck, die haben von sich aus. Ja, Mann, heb die Tasse. Ja, Mann. Eva. Heb die Tassen und so. Yeah. Auf der Sky. Guck mal, das ist ein Schiff. Das ist ein schönes Sky. Boot. Ja, das ist auf Sky. Das ist schön. Wird da jetzt Ding stehen, Terrorzelle, wird jetzt nicht so schön, weißt du? Das ist ja Dings. Die sind auf dem Weg KDW gerade. Die kommen gerade aus KDW. Guck mal, seine Bermudas. Die diese Zwanni-Nudeln. Berberi. Ich ganz vergessen habe, unseren Kapitän zu fragen, dürften wir eigentlich auch mal das Boot steuern kurz oder so? Komm, lass uns doch das zum Schluss machen. Das ist doch hier so ein Kindheitstraum, oder? Aber das ist ein PU. Ja, komm, dann machen wir da unsere... Ja, genau. Ja, komm. Zahlst du seine Arbeit? Ja, ich mach das alles klar. Komm, unsere abschließenden Worte als Kapitäne, zu dritt, als Trio Capitanos. Ja, kaufen. Wir können uns ja links und rechts von Cedo setzen. Okay, links ist da, Gas ist da. Guck mal, du musst immer so mit einer Hand so machen. Cedo ist so ein lockerer Fahrer. So, ich fahr die S-Klasse immer so. Immer? Und dann mach ich so. Nein, durch diese. Nein, genau, durch diese Dinger. Aber in der S-Klasse sieht es. Sieht schön aus hier, ne? Sehr edel. Das ist richtig schön. Das ist doch aus awesome. Haben wir jetzt überhaupt in die richtige Richtung, ich glaub, das Sebastian? Ist ein Request-Video. Dann, Bruder, wir müssen da. Ich dachte, ihr wolltet Dings nach Polen. Er hat doch gesagt, ihr wollt Zigaretten kaufen. Wo gibt man Gas, Maestro? Da, wo du gerade deine Hand hast. Runter einfach, ne? Nee, nicht runter, sondern nach vorne. Oh, ja. Das ist doch mal ein Sound, Alter. Hörst du V12? Das ist doch schön, oder? Das ist auf jeden Fall. Macht euch keine Sorgen, Jungs. Sebastian ist ein bisschen unruhig schon, aber. Vertraut mir. Cello hat alles im Griff, Leute. Alter, was so, los, dann, Alter? Jungs, euch gehören die allerletzten Worte zu Akupunktur und alles, was noch loszuwerden ist. Ja, also auf jeden Fall kauft Akupunktur, während ich meine Bootschauffeure hier mit Abdi und Visa. Produziert M3, Besessenien, Farhot, 187 Beats, Weave, Abbas, Featuring, Cello Abdi, Haftbefehl. Guck mal, der Sebastian macht so. Der Sebastiano sagt so ein bisschen Dings runtergehen. Der hat gesagt, er sagt nicht zu viel so nach dem Motto. Auf jeden Fall, Featuring Haftbefehl, VEYSEL, Essen West, du weißt. Capo. Und sag du, Jascha. Jascha, mein Kollege aus Berlin. Damit ihr jetzt Bescheid wisst, Jascha ist auch drauf, ein krasser Track, freue ich mich richtig. Wer ist noch drauf, Digga? Drauf sein werden auch noch auf jeden Fall. Hannibal. Hannibal 439, ja, Mann. SEO. SSIO, das wisst ihr ja schon, habt ihr ja gesehen. Auf jeden Fall, wer noch? Azad. AZAD. Der hat sogar gar nicht mehr auf hier, ne? Das ist jetzt ein krasses Ding, krasse Line-Up, was wir gerade so. Das ist ein Splash-Line-Up hier, sowas in der Art. Mäßig, sogar Woodstock. Da ist noch. Berlin-Kreuzberg, Belasch. Belasch. Hat auch den Beat gemacht. Brutaler Beat. Brutaler sehr, Beat. Sehr interessanter Track. Ja. Sehr, sehr interessant. Also, es ist nicht so Larifari 0815, das ist schon ein bisschen sowas für die Intellektuellen und so. Nicht nur auch die davon betroffen sind, aber ich will jetzt nicht sagen, dass die davon betroffen sind, nicht intellektuell sind, aber. Ist halt Ding. Ist, Siedlungspolitik ist ein Thema, ein bisschen für die Größeren auch, vielleicht so die Jüngeren interessiert das nicht so interessieren, aber wir machen ja Musik für Jung und Alt. Und Sebastian, müssen wir nach links oder nach rechts? Einmal geradeaus. Gemächliche Option. Willst du fahren? Ja. Komm. Wir werden schnell nochmal Abdi ran. Und Abdi darf jetzt hier, wie gesagt, wir müssen saftig muss noch abgelöst werden. Wir brauchen ein neues Wort. Schnell jetzt noch. Nein, auf Zwang geht sowas nicht, Digga. Dicker. Ja? Auf Zwang? Ja. Ich dachte, es gibt mal wieder irgendein neues, wichtiges Wort in eurem Universum. Jetzt auf Bezug auf saftig. Ihr habt ja auch in eurer Limited Box gibt es ja so ein schönes Akupunktur-Wörterbuch, ne? Also so ein Aslak-Wörterbuch. Ja, Mann, das habe ich gar nicht gesagt, ne?
Ja, mach mal. Genau, mach mal. Nein, wie ich einen Underground schieße. Ich hab einen Sast auch. Ja, Dings, was auf jeden Fall dabei sein wird, ist so ein, wie ihr es aus der Schule kennt, so ein Vokabelheft. Aber nicht Englisch, Französisch, Aslakisch, Kanakisch, Hinterhof-Jargon-mäßig. Also hier, da sind die alle, wir haben es auch, das haben wir schön gemacht, alle Lyrics haben wir reingetragen. Dann wird es auch keine Verwechslungsgefahren diesmal geben. Und wir haben jedes Wort, das unschlüssig sein sollte, dann nochmal dechiffriert. Und dann steht die Erklärung, wirklich jedes, auch mit Erklärung und Sinn, auch Ableitung, wieso das so ist. Und habt ihr da ein Lieblingswort aus dem Vokabelheftchen so quasi? Viele Sachen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich denke, das Lieblingswort werden die Fans entscheiden. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist einfach wiederzugeben und der Hörer, der Empfänger, sagt dann, was ihm gefällt. Das wird klar. Macht Spaß, Abdi? Ja, geht schon ab. Ja, ist zwar keine S-Klasse, aber besser sogar, besser. Du hast, glaube ich, noch nicht mal einen Führerschein, oder? Einen Autoführerschein? Ich möchte nicht darüber reden. Ich gebe darüber keine Auskunft. Okay, dann lassen wir das. Hey, Jungs, es war sehr, sehr schön. Bootfahren mit Chill und Abdi und Grillen. Auf das wir uns bald wiedersehen, zu was auch immer. Irgendwas gibt es ja immer. Was wird das schon einfallen? Ach so, ey, ich will nach Brasilien. Sag deinem Chef, wollen nach Brasilien. Ja, rechts 16 Bars, du weißt, abonniert Chill und Abdi Aslaks. Und 16 Bars. Und 16 Bars, wenn es sein muss. Und 16 Bars nicht. Ach, wenn's sein muss. Folgt uns auch auf den anderen sozialen Netzwerken: Instagram, Facebook, Twitter. Alles auf Hammer auch, komm. Hier, zieh seine Jacke an. Okay, ich fahre auch. Ich liebe Bootfahren. Warte, mach diese Kabel weg. Vis-à-vis hat uns Freund erzählt, sie will bald einen Bootsführerschein machen, weil sie ja Mitteilungsbedürfnisse hatte vorhin. Und auf jeden Fall, wir drücken dir die Daumen, dass du einen Lappen machst. Ja. Vielleicht fährst du bald so ein Ding, nimm's mal auf. Gib mal Kickdown, Bruder, Kickdown! Kickdown! Ach, die fahren KDW. Oder die wählen die Alternativen. Die alternative Partei sind voll. Die alternative Partei, das sind voll die Söhne, auf jeden Fall, Dings. Man weiß. Vis-à-vis auf jeden Fall, hoffentlich machst du Bootsführerschein bald. Kannst du uns ja mal dann abholen am Main. Hallo, in Sachsenhausen. Was machst du da, Alter? Titanic oder was? Machst du gerade Leonardo DiCaprio, Alter? Dings, Kate Moss. Ja, das ist nächste Interview noch bei Hamburg. Kate Moss. Kate Winslet. Aber was ist Kate Moss, die da? Auf dem Natz. Auf Haken, Alter. Auf Stocken. Nee, das singt so. Am Just Go. Das singt so, kennst du, Leo. Boah, also und die denkt, er wäre Bulle. Kennst du Titanic? Natürlich kenne ich Titanic. Wer kennt denn nicht Titanic? Krasser Film, ja. Schon 100-mal gesehen. Ich glaube, die Kameramänner warten auch seit 3 Stunden auf unsere abschließenden Worte, aber... Jungs, nach der Abmahnung. Nach da? Ey, 16bars.de, Chilo und Abdi, vis-à-vis. You are working with the best. You're the chief, I'm the chief. Kauft unser Album Akupunktur, liebe Freunde. Seid Teil dieser Bewegung. Lasst die Babas wieder in die Charts krachen. Und das war's auf jeden Fall. In diesem Sinne, ei, ei, Kapitän. Steffen Bühne! Captain Iglo AB.